Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Zugsteiner. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ja mit einer etwas anderen Folge. Ich bin jetzt zwar im Wald, könnt also auch sofort loslegen, aber heute habe ich mal wieder ein kleines Produktvideo für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, da es ja jetzt zu dieser Jahreszeit ja recht spät hell wird, beziehungsweise auch recht früh dunkel. Aber auch später im Sommer, wenn man dann vielleicht etwas länger unterwegs sein möchte, euch mal was vorzustellen, um euch ein bisschen Licht zu bringen, beziehungsweise ein bisschen Licht ins Spiel zu bringen. Und zwar hat mir die Firma Olight eine Taschenlampe zugeschickt. Und zwar die i5T EOS Brass. Die will ich heute euch mal ein bisschen präsentieren. Wir machen nachher auch einen kleinen Test im Dunkeln. Von daher bleibt dran, es wird spannend. Und ja, ich würde sagen, wir packen die ganze Geschichte erstmal aus und gucken, was im Karton drin ist. Da hinten seht ihr schon, geht die Sonne so langsam unter. Das heißt, wir können ja nachher schön unseren Nachttest machen. Ja, was ist in diesem Karton drin? Beziehungsweise wird die eigentlich geliefert. Also die Lampe wird für die meisten OLED-Lampen in so einem sehr robusten ja, Pappkarton geliefert. Also ist auch schon sehr hochwertig. Hier, wenn man so rüberfasst, hat man hier auch so eine Struktur. Also ich finde die Machart der Verpackung schon recht hochwertig. Wenn man die Luft macht, wird sich immer noch mal bedankt für den Kauf. Dann hat man hier noch mal so eine Anleitung, wie man die jetzt öffnet, beziehungsweise wie man innen nachher die Batterie denn scharf macht. Bedienungsanleitung ist auch drin. Gut, ich denke mal, vieles ist selbsterklärend. Aber hier ist die Taschenlampe, die ist halt eingeschweißt. Hier habt ihr nochmal ja, so ein schönes Bett für die Taschenlampe. Macht das Ganze mal zu. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr zum Auspacken, beziehungsweise legst dann einfach mal hier runter. Ja, wie gesagt, die Taschenlampe, die ist jetzt hier so eingeschweißt. Braucht man aber keine Schere, sondern die ist an der Seite hier so leicht vorperforiert. Sprich, man kann die hier schön aufreißen. Ist also luftdicht verschlossen. So, jetzt müssen wir mal aufheben. Wir wollen ja den Boden nicht dreckiger machen, als er schon ist. So, stecken wir das Ganze mal ein. Hier haben wir noch so ein kleines Dings, dass es trocken bleibt. Ja, und das wäre dann auch schon die Taschenlampe. So sieht sie aus. Von den Maßen her, also die ist jetzt ja, 10 cm lang, sag ich jetzt mal. Und hier im Durchmesser sind es knapp 2. Ich glaube, in der Beschreibung steht 1,8, aber hat man halt 10 mal 2 cm, dass man so mal so eine Vorstellung hat, wie groß die denn überhaupt ist, vom Gewicht her. Und so gute 100 Gramm, also die liegt doch schon gut in der Hand. Also man merkt sie halt auch, ist jetzt nicht so ein Billigding, sag ich jetzt mal, sondern ist jetzt wirklich hochwertig verarbeitet und wie gesagt, liegt halt schön in der Hand. Ist ja auch Messing. Von daher, ja, vom Aussehen her macht es schon mal viel her. Dann schraubt man die halt hier hinten mal auf. Das wäre quasi, was vorhin in dieser gelben Beschreibung da drin war. Hier drin habt ihr halt nochmal so einen Ring. Sprich, wenn die jetzt auch mal so ein bisschen feucht wird, kann man sie halt trotzdem, beziehungsweise wenn es draußen feucht ist, kann man sie trotzdem benutzen. Der das Ganze dann hier hinten abdichtet gegen so ein bisschen Nässe. Dann habt ihr hier im Lieferumfang auch schon eine Batterie mit drin. Die wird halt mit so einer AA-Batterie betrieben. Also Standardbatterie, was man eigentlich im Haushalt auch hat. Und diese Plättchen, wie vorhin beschrieben war, muss man natürlich rausnehmen. Ich stecke es mal gleich wieder ein. Das wird man ja nicht vergessen. So, dann muss man die Lampe wieder einführen. Mit dem Schnipsel hier einmal wieder rein. Und dann wieder zudrehen. Dann sollte die auch schon startklar sein. Ja, ihr seht, die ist jetzt schon startklar, ist jetzt noch nicht die hellste Stufe, aber ihr seht, die ist schon so
recht hell. Ist auch ein LED-Licht. Also, wenn ich es mir jetzt ins Auge halte, werde ich damit schon recht doll geblendet. Mach es mal wieder aus. Reichweite soll sie im Maximalmodus bis zu 60 Metern haben. Also, das werden wir ja nachher sehen, wenn es ein bisschen dunkler ist. Und von der Langlebigkeit bzw. wie lange man damit unterwegs sein kann und leuchten kann. Mit so einer Batterie, mit so einer AA-Batterie soll man wohl bis zu 20 Stunden kommen. Also je nachdem, da gibt es ja verschiedene Leuchtstufen, also verschiedene Leuchtstärken. Ob man jetzt halt mit diesem Maximallicht von 300 Lumen, was es schafft, diese 60 Meter ausleuchtet oder ob man diese Unterstufen halt verwendet, muss man halt sehen, wie man es halt braucht. Und daher aber so im Durchschnitt sollen es wohl um die 20 Stunden sein. Was ich bei dieser Lampe noch so zum Sonnen ganz gut finde, gerade wenn man so unterwegs ist, zum Sonnen will man ja nicht ständig leuchten, sondern man will das Licht vor sich haben. Habe ich mal meine Kappe mitgebracht, die kennt ihr ja alle, die ich immer zum Sonnen aufhab. Da finde ich es ganz gut, dass diese Taschenlampen von OLED, also nicht nur die, sondern auch andere etwas kleinere Taschenlampen haben den Vorteil, dass die hier diesen Clip haben, wie ihr sehen könnt. Und da kann man sich quasi vorne dieses Licht ranbauen. Also dann hat man nicht so ein Kopfband irgendwie drum, wie man es ja bei diesen Kopflampen oft hat, sondern hat wirklich dieses Licht hier vorne an der Kappe dran, kann es dann halt anknipsen und hat dann halt sein punktuelles Licht. So viel erstmal dazu. Dann würde ich sagen, Mike ist nochmal ein Bildchen ran, schönet von der Lampe und dann werde ich mal das Licht ausschalten, dass wir mal gucken können, wie die Lampe dann sich bei Nacht macht. So schnell, kann es dann auch dunkel werden. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen was vom Wald erkennen. Aber ich denke eher nicht. Jedenfalls probieren wir jetzt mal die Taschenlampe aus. Und zwar könnt ihr euch von eben ja noch erinnern, wo ich die Batterie hinten eingeführt habe. Da ist ja hinten dieser Taster. Und da hat man verschiedene Möglichkeiten, das Licht einzustellen. Man hat jetzt eine feste Stufe, das ist jetzt die kleine, die mache ich mal ganz kurz an. Das wäre ja die. Das ist halt die Ministufe. Ich leuchte mal hier am Baum. Vielleicht sieht man es dann. Also da passiert wirklich nichts. Muss man nicht ganz durchdrücken, ist halt wirklich nur jetzt kurz, um es zu halten. Wenn ich jetzt aber nochmal drauf drücke, dann seht ihr schon, macht da ordentlich Zunder. Und das wäre in dem Fall dann die Endstufe. Ich habe jetzt noch nicht durchgedrückt. Weg will ich jetzt ganz kurz noch erklären, warum ich das nicht gemacht habe. Und zwar hat man jetzt hier die Möglichkeiten, bei dieser zweiten Stufe das Licht nach oben zu dimmen. Ne? Also mache jetzt mal nochmal das Kleine an. Das wäre jetzt das, was man nicht ändern kann, weil ich auch durchdrücken kann. Da wenn ich jetzt den nochmal aus hier anmache und dieses Klicken kurz mache, dann ist das fest. Mache ich wieder aus. Das ist das Kleine. Und das Große, Moment, seht ihr, ne? Das wird nach und nach größer. Also ich hoffe, man kann es gut erkennen. Kleine. Und dann wird es halt groß. Ne? Wenn man jetzt bei diesem Abdimmen nach oben vorher loslassen würde, dann geht es ja nicht ganz so hoch auf. Und zwar hat die Bewandtnis, wenn ich jetzt einmal kurz das durchklicke, das ist das Kleine, das wäre dann das Große. Ne? Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so umständlich erklärt, aber halt bei diesem zweiten, wo man so nach oben dimmen kann, da wo man dann in dem Fall loslässt, könnte man in dem Fall auch bei diesem Klacken, also wenn ich es jetzt einfach nur klacke, ne, da ist quasi jetzt Schluss, da wo ich am Ende in dem Fall bei diesem Dimmen das jetzt sein lassen habe. So, jetzt wirkt meins nach oben dimmen. So, jetzt dimme ich meins bis nach oben. Volle Luzi. Und leuchte jetzt mal so ein bisschen in den Wald. Haltet jetzt mal fest und versuche jetzt mal direkt über die Taschenlampe zu leuchten, dass man es so sieht. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt da im Hintergrund erkennen. Also das sind mindestens 60 Meter.
wo ich jetzt hier in den Wald drin leuchte. Versuche jetzt mal so ein bisschen, hier ist der Baum, mal da hinten in diese Richtung zu leuchten. Ich die Taschenlampe mal hier unterhalte. Ich sehe es ja erst, wenn ich es am Computer bearbeite. Also ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also wie gesagt, es sind mindestens 60 Meter, was das Ding leuchtet. Und man hat jetzt auch nicht so ein Gefühl, dass es jetzt so ein Streulicht ist, also was nach links und rechts weggeht, sondern dass es wirklich so ein gezieltes Licht ist. Vielleicht hat er so eine Streuung von 5, 6 Meter nach links und rechts weg. Also man hat jetzt nicht so ein Gefühl, dass es so ein Flaggscheinwerfer ist, den man jetzt hier irgendwo hinhält. Wenn ich jetzt hier den Himmel halte, kann man zwar schön die Bäume oben anleuchten, ne? Aber das ist jetzt nicht so ein Flaggscheinwerfer. Jedenfalls, um es dazu zu sagen, man hat ein punktuelles Licht, auch wenn man jetzt nach hier unten leuchtet. Ich sage jetzt mal, man würde jetzt beispielsweise sonnen, hat man halt hier so ein schönes punktuelles Licht, ne? Ja, das dazu. Dann würde ich mal sagen, ist der Feldtest absolviert und wir machen das Licht wieder an. Nachdem es jetzt wieder hell geworden ist und wir die Taschenlampe zusammen testen konnten und auch gesehen haben, was die im Dunkeln so bringt, müsst ihr natürlich auch wissen, was die kostet. Also die kostet regulär bei Olight im Shop 47,95 und die ist aber reduziert ab Start jetzt, also wo das Video jetzt beginnt, bis morgen 29.01. 24 Uhr. Da könnt ihr die bei Olight für 20% weniger im Shop kaufen. Ich habe es euch hier unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Wer also Bock hat, klickt mal rauf. Und da gibt es auch noch andere Vorteilsaktionen in diesem Flash Sale. Da kann man die Taschenlampe zum Beispiel in so einem Bundle mit einer anderen Taschenlampe beziehungsweise auch in einer anderen Farbe, also die beiden Taschenlampen nur als verschiedene Farben, kaufen und spart sogar 35%. Ja, wie gesagt, einzeln 20, im Bundle 35%, ist ja schon mal ein stolzer Rabatt bei dem Preis. Von daher klickt mal rauf, wenn ihr Bock habt, guckt euch da mal um. Und vor allen Dingen schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Taschenlampe haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, sicherlich wieder beim Sonnen. Macht's gut, ciao, ciao.